Der LASK hat am Wochenende ein prestigeträchtiges Spiel mit 3:0 gewonnen, das Oberösterreich-Derby in Ried. Darüber sprechen wir mit einem waschechten Innviertler, Manuel Ortlechner. Hallo. Servus. Und gleich holen wir uns auch Peter Filipovic, den Abwehrrecken des LASK, dazu. Ja, 3:0, eine klare Sprache vom Ergebnis her. Was ist vom Spiel auch? Ja, schon eher. Es war, glaube ich, auch das zu erwartende Ergebnis. Die Rieder natürlich in einer krassen Krise eigentlich auch schon seit Wochen. Der Trend zeigt ganz klar nach unten. Der LASK, wissen wir ja eh, eigentlich sehr, sehr gefestigt. Die haben das auch, finde ich, sehr souverän runtergespielt, ohne groß zu glänzen, ist meine Meinung, meine Einschätzung auch. Und trotzdem hat man souverän gewonnen. Wobei man auch wirklich dem Tormann danken muss, weil in einer wichtigen Phase hat er eigentlich auch einen Elfer gehalten. Ja. Da passt alles zusammen jetzt wieder im Moment beim LASK. Es ist wieder so ein viel zitierter Pflichtsieg gewesen. Manche sagen, Pflichtsiege sind die schwierigsten. Ist das so? Ja, natürlich ist es schwierig. Aber der LASK hat sich in den letzten Jahren in einer Position in Österreich auch gespielt, wo man viele solche Spiele auch so absolvieren muss, weil es auch schon verlangt wird mittlerweile. Ich denke auch, dass es mittlerweile auch der eigene Anspruch ist. Das wirkt auch sehr leistungsfördernd. Ich weiß auch, wie das ist, wenn man bei Austria Wien lange Zeit ist, dann wird auch immer erwartet, jedes Spiel zu gewinnen. So Schlimmeres passiert. So ist es. Man hat sich einen Ruf erarbeitet und das ist gut so. Jetzt schauen wir, ob die Leitung nach Pasching steht zu Peter Filipovic, Abwehrbollwerk der Schwarz-Weißen. Hallo Peter. Servus. Mit Seitenbandverletzung im Moment, wie geht's? Ja, also es geht jetzt auf jeden Fall besser. Es war ja am Sprunggelenk unten halt eine Seitenbandverletzung und so ein bisschen die Folgeschäden sozusagen, also gar nicht außen an der Verletzungsstelle, sondern eher innen, so ein, was mir zu schaffen gemacht hat, war so ein Ödem und ein bisschen so eine Knochenhautentzündung, aber wir sind auf einem guten Weg auf jeden Fall. Wann ist mit einem Comeback zu rechnen oder ist das zu weit gegriffen? Also diese Woche soll ich mich dem Mannschaftstraining anschließen und dann schauen wir mal, wann der nächste Einsatz sozusagen, wann ich bereit bin für den nächsten Einsatz. Aber wir arbeiten auf jeden Fall jetzt die nächsten Tage dann intensiver, um mich dann vollständig zu integrieren ins Mannschaftstraining. Aber im Moment gibt es ja auch keinen Grund zum Rudeln. Jetzt ist nicht gerade die entscheidende Meisterschaftsphase. Beim Peter hat es jetzt immer wieder ein bisschen gezwickt an allen Ecken und Enden so ein wenig. Was würdest du da raten, damit die Geduld auch bleibt? Ja, aber trotzdem denke ich, er ist ein Sportler und will sicher auch jetzt schon auflaufen. Am liebsten schon letzte Woche, als wie nächste Woche, denke ich. Aber ich bin selber leidgeprüft gewesen. Also meine Achilles, wenn ich so sagen darf, war immer auch meine Knöchel. Ich glaube, 2 oder 3 Bänderrisse. Ein sehr, sehr nerviges Thema. Ich habe viel zu früh mal begonnen. Bitte nie mit der Kamera runterfilmen auf meine Knöchel, weil die sind wirklich verschandelt. Da gewinne ich keinen Schönheitspreis damit. Aber ich denke, eine Woche mehr oder weniger ist in der aktuellen Phase, denke ich, mehr auf die Mannschaft bezogen, nicht so entscheidend, weil auch die, die momentan eh spielen, ganz gute Leistungen bieten. Defensive präsentiert man sich auch sehr, sehr gut. Seine Zeit wird sicher bald wiederkommen. Ja, und jetzt schauen wir uns, Peter, ein paar Tore an vom Wochenende. Da war ja einiges mit dabei. Der Manuel hat schon angesprochen, der Gassi, der Schlager, hat einen Elfmeter gehalten. Und dann hat sich bei René Renner da ein Knoten gelöst. Der hat nicht nur einmal getroffen, sein erster Treffer in der Liga für den LASK, sondern gleich zweimal. Also dem hat diese Partie richtig gut getan. Und Trauner noch nah per Kopf. Peter, der René Renner, der spart sich jetzt den einen oder anderen Spruch in der Kabine, nehme ich an. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber nein, Spaß beiseite, für ihn persönlich freut es mich extrem. Der Junge arbeitet wirklich hart an sich. Der ist halt in extrem viele gute Situationen schon reingekommen, wo es nicht geklappt hat. Und deshalb freut es mich umso mehr, dass es jetzt direkt mit einem Doppelpack geklappt hat. Ja, und der LASK wird auch immer ein bisschen schwieriger ausrechenbar. Manuel, jetzt gibt es wieder einen mehr, auf den der Gegner aufpassen muss. Oder der klassische Striker ist im Moment verletzt mit Ragusch, der Karamoko auch verletzt. Aber man ist breit aufgestellt, was die Gefahr betrifft. Große Stärke natürlich auch vom LASK, dass man viele torgefährliche Spiele hat. René, finde ich, dem tut es sicher auch gut, dass er es in den letzten Wochen auch hat duellieren müssen um seine Position. Das spornt an und wenn du natürlich auch diesen internen Druck hast, bringt es oft einen Spieler dazu, dann auch dann Bestleistungen abzurufen. Ich wünsche und gönne es ihm natürlich auch persönlich sehr, weil er auch keine einfache Zeit nicht hatte. Er tut der Mannschaft sehr gut, einen unfassbaren Speed auch. Der Peter wird es bestätigen können. Im Training, wenn du gegen den Laufduell hast, ist glaube ich nicht so lustig. Er ist ein absoluter Faktor in der Offensive, der wichtige Relevanz auch hat für das Offensivspiel des LASKs.
Ja, und die ist jetzt auch wichtig, diese Offensivqualität, dass die auf mehrere Schultern verteilt wird. Denn das Lazarett ist groß. Nicht nur der Peter Filipovic ist verletzt, sondern wir sehen es hier, eben die ganze Offensivreihe Karamoko, Gruber, Ragusch. Peter, wie ist es da in der Reha, wenn man sich zurückfightet? Ist es wenigstens ein wenig einfacher, wenn man nicht ganz allein in der Kraftkammer und beim Physio ist? Ja, sicher tut es einem immer halt, oder beziehungsweise tut es einem immer gut, wenn man dann einen Partner noch neben sich hat und nicht ganz alleine ist. Aber man muss dann natürlich auch immer ein bisschen abwiegen, halt je nachdem, wie schwer die Verletzungen sind. Und beim Andi und beim Marco ist es natürlich eine andere Geschichte, genauso wie eigentlich beim Karamoko. Bei mir ist halt eher eine Verletzung, die jetzt nicht so lange andauern sollte und ich eigentlich relativ zeitnah wieder zurückkomme. Deshalb bin ich da eigentlich in anderen Bereichen tätig und mache halt andere Sachen als die, aber es ist halt trotzdem immer wieder ja, lustig, wenn man nicht alleine ist und die Jungs halt mit dabei sind. Wie entwickelt sich denn der LASK mit der Spielanlage? Das ist ja immer wieder groß diskutiert, auch unter den Fans. Die Ansprüche sind extrem hoch. Jeder erwartet sich Powerfußball. Wie nehmen Sie diesen Paradigmenwechsel so ein wenig zum Ballbesitzfußball wahr? Ja, ich glaube, wir müssen auch einfach reagieren, weil die Gegner haben sich mittlerweile halt auf uns eingestellt und versuchen da halt uns weh zu tun sozusagen. Und wir müssen einfach darauf reagieren und haben da jetzt die letzten Wochen halt hart dran gearbeitet, um da einige Veränderungen zu treffen, was es den Gegnern halt noch schwerer macht, um uns sozusagen zu berechnen. Und ich glaube, wir sind auf jeden Fall auf einem guten Weg. Klar ist das keine einfache Sache, was nicht von heute auf morgen geht. Das ist ein längerer Prozess, aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg und versuchen das auf jeden Fall noch besser zu machen in Zukunft. Punktemäßig passt total der Punkteschnitt. Man ist im Cup-Finale. Ist Kritik da überhaupt angebracht? Na, das muss man, glaube ich, intern für sich selber beantworten, ob man es ihn eigentlich noch besser sieht. Ich bin der Meinung, dass der LASK wieder eine sehr starke Saison auch spielt. Mit dem einen oder anderen Ausrutscher natürlich auch nach unten. Ich denke natürlich auch an das Heimspiel gegen die WSG zum Beispiel. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist man voll auf Kurs. Man darf nicht vergessen, wir haben es vorher auch ganz kurz gesehen, es gab doch einige wichtige Spieler, die jetzt eben länger auch ausfallen. Und das waren alles sehr wichtige Spieler, wie ich finde. Natürlich eine Chance ist für andere im Kader, wie ich denke. Aber trotzdem, der LASK ist auch in der Breite ganz gut aufgestellt. Und die Saison ist wirklich eine sehr gute. Und man kann sie natürlich auch mit einem Cupsieg zum Beispiel mit einem Titel noch krönen. Ja, und man ist breit aufgestellt, was die Torschützen betrifft mittlerweile. René Renner ist ja nicht der Einzige, der trifft. Peter Filipovic, der hat auch schon getroffen. Peter, gegen Hartberg war das. Das wollen wir natürlich sehen, dieses Tor. Auch bei Ihnen per Kopf. Jetzt sind Sie natürlich nicht dazu da, nur Tore zu schießen, aber gut tut's trotzdem, nehme ich an. Und man hat wieder was erledigt in dieser Saison und erspart sich Fragen und Sprüche. Ja, definitiv. Definitiv. Also ich glaube, für uns Verteidiger ist es halt die Chance, ein Tor zu erzielen, halt, oder beziehungsweise ist die Chance, ein Tor zu erzielen, halt nach Standardsituationen so gut wie die einzige. Und das zeichnet uns natürlich aus, dass wir da in der Breite halt und mit so vielen Spielern halt die Tore erzielen, was uns natürlich noch ein bisschen unberechenbarer macht. Jetzt haben wir vorher schon über den Gassi, über Alex Schlager gesprochen, der ja einen Strafstoß gegen Ried gehalten hat, der mit Ihnen im Abwehrverbund spielt. Und ihn haben wir zu Ihnen befragt, Peter. Also der Peter ist einfach erstens einmal ein sehr, sehr feiner Kerl, den was ich extrem schätze und sehr gern mag. Er hat einen irrsinnigen Humor, deswegen glaube ich, werde ich auch morgen viel Spaß haben mit ihm. Er ist einfach ein Top-Fußballer, der was auf seiner Position einfach extrem viele Qualitäten mitbringt und der was unserem Spiel natürlich extrem gut tut, wenn er am Platz steht. Ich glaube, das ist jetzt die zweite Verletzung, die er kurz hintereinander hat. Das würde mir sehr, sehr leid für ihn, weil er wirklich ein wichtiger Baustein ist für uns. Aber ich glaube, wir haben auch bewiesen in der Mannschaft, dass wir diese Ausfälle sehr, sehr gut kompensieren können. Und deswegen hoffen wir einfach, dass er sehr schnell wieder fit wird und dass er uns sehr schnell wieder zur Verfügung steht. Ja, Peter, das geht doch runter wie Butter. Das kostet Ihnen Minimum ein Viergangmenü, dann, wenn man wieder darf. Liebend gerne, liebend gerne. Ja, also Teamchemie passt und die Abwehr passt noch einmal chemisch extrem gut zusammen. So was die Persönlichkeiten betrifft, so hat man zumindest den Eindruck. Ja, ich denke, bei uns ist es wirklich so, klar, wenn man jetzt
über die Mannschaft spricht, versucht man immer halt das Beste zu sagen. Aber bei uns ist es wirklich so, auch schon seitdem ich eigentlich gekommen bin, seit Tag 1 an, ist es, glaube ich, bei uns schon sehr besonders, wie gut es bei uns im Mannschaftsgefühl gepasst. Sei es jetzt nicht von den Positionen spezifisch, sondern halt eigentlich im gesamten Kader. Also es ist wirklich unglaublich, wie jeder arbeitet und wie sich jeder einbringt. Egal, ob er mal 5, 6 Spiele nicht spielt und dann zum Einsatz kommt, das ist halt wirklich unglaublich und es macht halt einen Riesenspaß, einfach Teil der Mannschaft zu sein. Peter, Ihre Einschätzung fürs Wochenende würde mich noch interessieren. Am Samstag 17 Uhr, da kommt Salzburg. Wie wichtig ist diese Partie jetzt weniger punktemäßig, sondern für den Kopf? Ja klar, ich meine, es ist das Spitzenspiel und man will sich da natürlich beweisen. Jetzt punktemäßig, wie Sie gesagt haben, ist es natürlich auch wichtig, aber ich glaube jetzt nicht so entscheidend wie einfach das Duell an sich und das Prestigeduell, um das für sich zu entscheiden. Wir wissen natürlich, dass Salzburg eine Riesenqualität hat und ja, wir freuen uns einfach auf das Duell und freuen uns, uns mit Salzburg messen zu können. Peter, vielen Dank und wir freuen uns, wenn wir Sie auch wieder auf dem Platz voll fit sehen. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Beste Grüße nach Pasching. Alles danke, Gute. Ganz liebe Grüße zurück an euch. Dankeschön, Dankeschön. Ja, Orti, LASK gegen Salzburg. Peter Filipovic sagt, es ist das Spitzenduell. Also da gibt es keine zweite Meinung. Das schreibe ich auch so. Und worauf wird es ankommen für den LASK und in welcher Hinsicht ist dieses Spiel vielleicht wichtig? Ja, ich kam in den Genuss, dass ich die letzte Runde der Salzburger auch mit co-kommentieren durfte. Da habe ich ein genaues Auge drauf geworfen. Also die haben schon auch wieder zu einer alten Stärke zurückgefunden. Die haben jetzt auch wieder, so wie die anderen in Österreich, alle Zeit, sehr Wochen vorzubereiten. Ja, es ist schwierig, gegen sie Fußball zu spielen, aber es gibt Möglichkeiten. Es hat auch St. Pölten eine Runde davor schon bewiesen. Also ich glaube, wenn sie so intensiv spielen, wie sie es sonst immer machen, dann ist das eine 50-50-Partie. Orti, vielen Dank für deine Einschätzungen. Danke auch an Sie fürs Zuschauen. Wir würden uns freuen, wenn Sie auch kommende Woche wieder dabei sind bei einer neuen Ausgabe von Dein Verein, LASK.